Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Y Evolution Challenge. Ich habe nachgeguckt als erstes. Wir waren ja im letzten Part vor Mosaia in diesen Höhlen. Und das ist die Omega-Höhle. Da gibt es zwar viele coole Sachen und Items, die man so kriegen kann, aber man braucht halt Zertrümmerer und ich möchte ungern Zertrümmerer auf eins meiner Pokémon halt anwenden. Außerdem ist da jetzt kein Item, wo ich sage, boah, das ist jetzt so wichtig, das muss ich haben. Ihr habt da sowas wie Elixier, Top-Beleber, den Mondstein könnt ihr da finden. Da könnt ihr auch einen Mondstein drin finden und einen Finsterstein, falls ihr den braucht und sucht. Genau, dann haben wir im letzten Part ja auch Mosaia fertig gearbeitet und jetzt sind wir ja im Prinzip hier dran. Oh. Okay. Gleich reingerannt in den Kampf. Super gut aufgepasst. Dim, 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 dim. Hier bist. Stimmt, du warst das Geisterpflanzen-Pokémon? Eventuell? Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall 50. Damit kann ich leben. Ja. Und wahrscheinlich Pflanzegeist. Lamara, nochmal ein Irbis. Nein, nicht Pokémon wechseln, komm. Jetzt hast du schon angefangen, jetzt kannst du auch weitermachen. Die Feuertafel wird erschnüffelt. Was soll mir das denn sagen, dass die Feuertafel erschnüffelt wird? Wirkt die denn nicht mehr oder was ist los? Oder kann er jetzt im Prinzip sagen, okay, ich mache jetzt Raub und klau dir die Feuertafel? Was soll mir das sagen? Auf jeden Fall müssen wir die Pokémon mal ein bisschen ändern. Die Reihenfolge auf jeden Fall. Nachtara kommt nach vorne und danach kommt Glaziola von mir aus. So. Wo war hier ein Item? Ahaha, ein Netzball. Ein Netzball. Hopp, hopp, hopp. Hopp. Ich glaube, hier muss ich ihn, genau. Ein Top-Beleber. So, aber ich wollte erst rüber und mir das Item da oben schnappen. Das heißt, ich muss hier einmal hier kurz einen Umweg machen. Und gucken. Da komme ich nicht vorbei. Nein! Direkt in einen Kampf reingesprungen. Ach, Morlord. Was geht da ab? Da im Prinzip nach Tara nichts gegen Morlord machen kann, aber unser Folipurba dagegen sehr. Nehmen wir doch lieber Folipurba. Amnesie. Spezialverteidigung steigt. Ah, kriegst trotzdem eine Laubkrieger drauf. Dankeschön. Folipurba erreicht Level 53. Natara auf jeden Fall kein Level. Doppelkampf! Sehr schön. Doppelkampf, Doppelkampf. Ich liebe Doppelkämpfe. Taurus Miltang. Oh Gott! Nicht Miltang! Alles bloß nicht Miltang! Miltang des Todes, ey. Ich hasse Miltang. Miltang ist einfach nur Kacke. Eisodem geht auf einzeln. Blizzard geht auf beide. Was hat jetzt weh? Die sind auch unglaublich langsam, habe ich das Gefühl. Tank ist eingefroren. Haha. du machst mal Gewissheit denn auf Tauros. Glaziola, du musst rauskommen. Du hast mich schon zu viel eingesteckt. Komm, Aquana. Dim, 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 dim.
Fuchtler. Wieso tut das so weh? Miltank ist eingefroren. Ja, habe ich gesehen. Um Himmels Willen, warum tut das denn so weh? Nein! Oh, shit! Oh, fuck. Ich treffe jetzt mein eigenes Pokémon mit. Aber es überlebt. Ganz knapp. Es überlebt. Oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Rückkehr auf Miltank. Oh mein Gott. Hydropumpen. Ja, komm. Machst du Siedewasser. Oh. Volltreffer. Es reicht. Rückkehr reicht nun nicht mal mehr. Wie fies. Da habe ich sie jetzt aber alle beide gequält. Oh mein Gott. Was war das denn? Das war so schrecklich. Oh mein Gott. Ich habe beinahe nach Tara getötet. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Die können so bleiben, müssen jetzt aber unbedingt geheilt werden. Ich habe hier noch einmal Tafelwasser. Und Kumomilch einsetzen. Wieso habe ich so viel Kumomilch? Das verstehe ich nicht. Da wäre noch Super Trunk. Oh, das reicht. Oh mein Gott. Das darf man keinen erzählen. Habe ich es jetzt gekriegt? Nee. Ein Nassbrocken. Ich dachte, da kommt jetzt sonst was da. Oh, einmal umgedreht. Schon ist das nächste Pokémon da. Ah, ein Laukaps. Ich weiß nicht, was aus Laukaps ist. Pokémon, Fulipurva, komm nochmal nach vorne. Schlitzer. Ja. Machst mal Zauberblatt. Zauberblatt benutze ich eigentlich eher selten, ne? Zauberblatt ist auch. Es ist ein Käfer-Pokémon. Kann das sein, dass das ein Käfer-Pokémon ist? Laukaps? Wahrscheinlich ein Käfer-Wasser-Pokémon oder sowas. Und es ist weiblich. Zauberschein, los. Geht doch. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ohne Witz, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin gerade anscheinend nicht gerade auf der Höhe. Das bringt nichts. Oh mein Gott, mir gehen auch die Supertränke aus. Hier kommt das trübe Wasser ganz gelegen. Das ist sehr schön. Schwimmerin. Sie hat einen Flunschling. Eiszahn. Es ist sehr effektiv. Nein! Pokémon.
Felinara. Felinara ist gut, ist effektiv gegen Kampf. Und Sprungfeder ist eine Kampfattacke. Das heißt, dem muss das eigentlich kaum wehtun. Tagesstopp. Sternschauer. Charmbolzen. Was für ein Charmbolzen. Liebeskuss, komm. So wenig? Komm, das bisschen hätte es mir jetzt aber auch noch geben können. Was mache ich überhaupt? So, jetzt aber. Was tue ich mich denn heute so schwer mit Kämpfen? Das ist der Wahnsinn. Graziola erreicht Level 53. Ich weiß nicht, was los ist. Einen Steinknochen. Wow. Sie hat den Steinknochen bewacht. Eisodem. Das Ding ist schneller als wir. Wie ist das möglich? Nochmal Eisodem. Es ist sehr effektiv. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Ein Kampf in den nächsten. Und noch das nächste Ding. Eisern? Wenn wir oben angekommen sind, gehen wir doch nochmal in die Arena. Quatsch, nicht in die Arena. In die... ins Pokémon Center. Da wollte ich hin. Ich wollte ins Pokémon Center. Einmal heilen und dann noch Supertrink kaufen. Eine Mondgewalt, weil das war, glaube ich, doch auch effektiv, ne? Ja. Ist egal. Besiegt ist besiegt. Pokémon Ranger. Was macht denn ein Pokémon Ranger? Marmolida. Du bist ein Wasser-Pokémon. Das weiß ich. Du siehst ja auch schon aus wie so ein Fisch. Und komm, Polypore rein. Da kannst du gar nichts. Sofern du keine Feuerattacke kannst, bist du nichts. Mach mal Rasierblatt. Und? Sehr effektiv. Das war ja nix. Komm, Gigasauger. Und es ist weg. Und wir haben uns erstmal gleich wieder voll geheilt sogar. Das ist sehr schön. Das freut mich. Bullypower steigt jetzt auch auf Level 54. Das fand die jetzt ungeil, die Frau. Tja, was soll man machen? Die hat halt nicht so coole Pokémon wie wir. So, ihr tauscht mal. Und dann werden die anderen vier jetzt mal ein bisschen trainiert. Jetzt muss ich echt noch Surfer einsetzen. Ibäh. Was für ein Parcours? Das, was ich hier gerade laufen muss, oder was? Emolga. Du warst ein Elektrovieh, ne? Elektroflug? Irgendwie so? Voltwechsel. Ich hasse Voltwechsel!
Jetzt kommt das Vieh nämlich zurück. Mein Angriff geht in die Leere. Nee, Krönk. War das nicht auch ein Psychoschwein? Wie kommst du jetzt noch, Finte? So, er kam rein und hat nicht einen Angriff gestartet. Ja, komm. Ich meine, Voltwechsel wird jetzt nicht funktionieren. Gewissheit. Ja, du musst halt da bleiben. Ich meine, du wirst ja wohl noch andere Attacken können. Ach, ich kann jetzt nur noch Gewissheit machen, ne? Ja. Von mir aus machst du halt nochmal Gewissheit. Da habe ich doch keine Angst vor. Nach Tara erreicht Level 53. Schade, dass sie nichts mehr lernen. Aber kann man nichts machen. Aber an sich so ist das ja gar nicht so schlimm, was sie da machen. Moment mal, ich habe doch Stärke. Ja, da muss ich doch irgendwie dahinter kommen. Moment, wie machst du lieber so? Muss ich noch einmal drücken? Noch einmal. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen. Komm schon, noch einmal. Yay. Gifttafel. Ja, passiert. Jetzt können wir mit dem Fahrrad rumfahren. Dim, 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 dim. Was kommt jetzt? Ein Schnuthelm. Schnuthelm. Schnuthelm war ein Stahl-Pokémon, glaube ich. Was mich mal interessieren würde, spielt einer von euch noch Pokémon Go? Also von meinen Zuschauern? Spielt das einer von euch? Ich habe das mal angefangen, als es gerade brandneu rauskam, aber weil mein Handy da nicht so mitmachen wollte, habe ich es dann einfach gelassen. Weil ich dachte, man fängt zu Pokémon, ne, 1, und dann kann man halt so wie in dem Pokémon-Spiel jetzt hier auch einfach gegeneinander kämpfen zum Beispiel. Oder, ja, gegen andere Pokémon kämpfen, aber man läuft hier nur rum und schmeißt Bälle. Das fand ich nicht mehr so toll. Schon deshalb, um ein Pokémon weiterzuentwickeln, man ja auch unbedingt 20.000 Pokémon, von der gleichen Sorte fangen musste. Das fand ich denn doch ein bisschen arg übertrieben. Warum hatte ich es denn auch gelassen? Vielleicht hat sich das ja geändert. Ich muss noch mal gucken. Weil bei mir direkt vor der Haustür, könnte man sagen, ist sogar noch so ein Pokémon-Point. Da treffen die sich dann immer so regelmäßig, um Pokémon, da ein Pokémon zu fangen. Laubklinge. Morlord ist besiegt. Aus dem Fahrrad ist schon schön. Eine Beere. Ah, ausgetrickst. Matschbombe. Für Matschbombe bin ich da jetzt hingelaufen. Na ja, komm, dich nehme ich jetzt auch noch mit. So viel Zeit muss sein. Der hat zwei Pokémon. Sengu. Ich weiß nicht mal, was Sengu für ein Pokémon ist. Ich weiß, wie es aussieht, ne? So. Ich weiß nicht vom Typ her, was das für ein Typ ist. Gewissheit? Bist du vielleicht ein Psycho-Pokémon? Ich meine, es könnte auch ein Normal-Pokémon sein. Wäre das möglich? Kreuzschere. Oh. Nach Tara! Überlebe es! Wozu habe ich dir den
Care gegeben. Natürlich, da wechseln wir. Ich weiß, das ist dieses Eisbär-Pokémon. Jetzt kommt das Eisbär-Pokémon. Die nächste Arena, die jetzt kommt, beziehungsweise die letzte Arena, die ja kommt, das ist ja eine Eisarena. Da wird sich Flamara unheimlich freuen. Und wahrscheinlich nur so durchrennen. Könnte ich mir gut vorstellen. Flamara, Level 54. Das Wort Pokémon-Trainer lässt sich nicht in Sinneinheiten machen. So, jetzt müssen wir aber echt unser Pokémon mal heilen gehen. Und direkt fast geradeaus. Passt, aber auch nur fast. Ja, mach's immer wieder fit, das wäre sehr nett von dir. Unserem lieben Natara ist jetzt ja hier schon links ausgegangen. Die AP. Ich fand das eigentlich mal ganz witzig bei Pokémon Mond und Sonne. Da haben sie ja dann immer gesagt, oh, du hast den Z-Kristall, dann darfst du das und das haben. Da denkt man sich so, ja, voll geil. Davon kaufen wir mal 21. Und da hat man sich dann so doch schon so ziemlich gefreut darüber. So, wen nehmen wir nach vorne? Ach, belassen wir es bei dem. Bleibt Natara vorne. Weil gleich kommen wir an eine ganz besondere Stelle. Oder erst im nächsten Part. Mal gucken. Aber ich denke schon, dass es noch in diesem Part mit reinkommt. Jung. Die mag vielen Pokémon, habe ich das Gefühl. Patimos. Bist du schon Fee? Oder bist du Psycho? Oder bist du beides? Trickbetrug? Was soll das? Gib mir meinen. Ich hoffe, das Ding kriege ich wieder. Wäre ich nämlich sehr sauer. Hat er mir einfach meine Tafel gerade mal ganz kurz geklaut. Azumarill. Pokémon wechseln. Azumarill war auf jeden Fall Wasser, das weiß ich. Laubklinge. Er hatte, Azumarill war, glaube ich, auch jemand mit einer sehr hohen Verteidigung. Puffiness. Ach, kämpft gleich weiter. Das ist ein Feen-Pokémon. Wir haben an sich so nichts gegen Feen-Pokémon, außer Fee. Aber den macht doch lieber. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Psychokinese. Hat jetzt aber nicht weh. Machst jetzt Gigasauger und dann holen wir uns den Rest und hoffen, dass es doch so das reicht, um ein bisschen aufzuleveln noch. Ach komm. Fulipurbe erreicht Level 54. Und ich habe Corinna besiegt. Und sie mag vielen Pokémon. Das sieht gerade nach einer Gruppenerscheinung aus. Ja. Ist es auch. Alle Level 24 und ich bin weg. Wollte gerade sagen, ich darf nicht, oder was? Hier war ein Pokémon-Item. Komm, das holen wir uns noch. Ich will das Item da hinten haben.
Ist Nothelm. Flamara. Säurepanzer. Ach, die Verteidigung steigt stark. Ja, mach mal einen Feuerzahn. Ach komm! Ist das dein Ernst? Eine Pflanzenattacke gegen ein Feuer-Pokémon? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, Schnutthelm gibt jetzt nicht gerade viel. HP plus. Bäh. Pokémon. Mach mal so, ich überlege gerade, soll ich es heilen? Nee, komm, AP haben sie genug. Beutel. Fulipova kriegt noch mal ganz kurz. Supertrank. Du auch. Ist vielleicht total schwachsinnig, aber was soll's. Wir speichern hier ab. Und dann geht's gleich los. Oder wollen wir uns das aufheben? Ach komm, wir heben uns das auf. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.